Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Leute, es ist wieder etwas richtig Beschissenes passiert. Ich habe einen Part aufgenommen und anscheinend, aus welchem Grund auch immer, wurde meine Stimme nicht aufgenommen. Richtig cool, richtig scheiße. Ich weiß nicht, woran das andauernd liegt. Also ich verändere hier nichts. Es funktioniert einfach am nächsten Tag nicht mehr. Ich will aufnehmen, drück auf Aufnahme, denk mir nichts dabei und zack, direkt Pech gehabt. Aber gut, rumheulen nützt nichts. Ich bin gerade schon extrem geraged wegen diesem Scheiß. Weil ich habe heute wenig Zeit. Hätte eigentlich jetzt keine Lust, hier aufzunehmen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich will Videos weitermachen und wenn ich jetzt schon wieder aufhöre, ist schon wieder eine Pause zwischen den Videos und dann lasse ich mir wahrscheinlich wieder ewig Zeit, bis ich das nächste Video hochlade. Und ja, da habe ich keinen Bock drauf. Also, neu aufnehmen, fertig. Gut. Gestartet habe ich hier mit dem Angeln. Das ist im Prinzip so ein kleines Minigame. Man muss immer einen richtigen Knopf drücken. Oh. Und beim ersten Mal ging es mit einem sehr kleinen Fisch los. Der war irgendwie 400 Gramm oder so. Der ist jetzt direkt 8000 Gramm. Krass. Aber schön, dass der Fortschritt auch gespeichert wird. Und dass man so dann, ja, immer weiterkommt, quasi. Dass sich das auch lohnt, das zu machen. Also gemeint sind nur die Knöpfe. Der ist nochmal größer. Dafür gibt es ebenfalls nochmal 10 Münzen. Ich glaube, das Minigame ist sogar mit am besten, um Münzen zu farmen, kann das sein? Weil man drückt einfach nur Knöpfe und dafür kriegt man Münzen. Also wenn man gut in sowas ist, auf jeden Fall top. Okay. Ich glaube, ich hatte sogar hier, als ich das erste Mal aufgenommen habe, einen sehr großen Fisch. Weil das habe ich sogar verkackt hinterher. Ich habe da den Button nicht schnell genug gedrückt und ist er mir entwischt. Ich hätte echt gern gewusst, wie groß der Fisch war. Aber gut. Pech gehabt und hier ist sogar ein Ausrufezeichen. Bekommt man hier irgendwas? Ich werde das nochmal nachschauen, ob man hier irgendwas bekommt. Ob es hier irgendwas Wichtiges gibt, außer jetzt nur Münzen. Aber wenn es da irgendwas gibt, werden wir das auf jeden Fall noch nachholen. Aber dann halt in dem Bonus-Part. Gut. Als nächstes hätten wir hier den Kramladen. Willkommen. Hier in Waddle Dees Kramladen findest du alles, was das Abenteurerherz begehrt. Und hier gibt es einige Sachen, die uns buffen können. Einmal KP Plus, das sieht man jetzt schon links oben, weil ich das schon benutzt habe. Verdoppelt die KP kann nicht höher als der doppelte normale KP-Wert sein. Und Angriff Plus, erhöht Angriffskraft für 200 Sekunden, kann 5-mal gleichzeitig erhöht werden. Und als letztes noch Tempo Plus, erhöht Tempo für 200 Sekunden, kann 5-mal gleichzeitig erhöht werden. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für 200 Sekunden. Ich denke, ich hätte da eher so 10 Minuten gemacht. 200 Sekunden sind ja, keine Ahnung, irgendwie 3,5 Minuten oder so. Wenn? Ja, kommt hin, ungefähr so. 210 Sekunden wären 3,5 Minuten. Auf jeden Fall so in dem Dreh. Vielleicht 3 Minuten und 20 Sekunden, keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das, denke ich mal, ganz gut, um irgendwie einen Boss zu machen. Oder halt, um durch ein Level nochmal durchzurennen.
Wobei man dann auch schauen muss, lohnt sich das jetzt so von der Zeit, an bei der ich am Laden stehe. Also wenn ich da jetzt irgendwie für 5 Minuten drücken muss, bis ich halt 5-mal dieses Item gekauft habe, dann lohnt sich das natürlich nicht. Dann lohnt sich schon eher, einfach direkt in ein Level reinzugehen und dann den Level durchzuspielen. Ah gut, keine Ahnung, vielleicht haben sie es einen auch leicht gemacht und sagen dann, ja, du kannst 5 auf einmal kaufen und dann frisst man die halt alle auf einmal. Weiß ich jetzt nicht. Und den Level Frostböenmeer haben wir auch noch gespielt. Allerdings, oh Moment, ich muss jetzt mal kurz schauen. Ah, ich glaube, Edler Entdeckerschatz haben wir gemacht. Das zeige ich nochmal kurz. Die 30 Sekunden habe ich tatsächlich geschafft. Ich werde jetzt allerdings nicht die 30 Sekunden nochmal machen, beziehungsweise die Challenges in den Fighten nochmal machen. Ich werde das jetzt einfach normal durchspielen, euch das zeigen. Und wenn ich schaffe, dann ist gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Obwohl, 30 Sekunden waren es beim Tornado-Schatz, zu dem wir auch noch gleich kommen. Und auf die Viecher muss man erst einmal schießen, also so zumindest in die Richtung, damit die verschwinden und dann tauchen die irgendwo wieder auf. Also ist wichtig zu wissen hier für den Schatz. Weil... Moment, 1 Minute, 30 Sekunden. Okay. Ich glaube, wir schaffen das sogar noch. Ah, okay. Oh, da bin ich beim letzten Mal auch schon drauf reingefallen. Es sieht so aus, als könnte man dahin. Kann man aber gar nicht. Man muss hier nämlich nochmal eine weitere Welle von Gegnern besiegen. Und ja, dann kann man dahin. Ja, falls ihr Schwierigkeiten habt, das zu machen, diesen Entdeckerschatz, dann sei ich auf jeden Fall gesagt, ihr müsst einmal auf diese Geister da schießen, sei es auch nur in die Richtung. Dann verschwinden die einmal, tauchen woanders wieder auf und dann könnt ihr die wegböllern. Und wir haben sogar eine neue Bestzeit geschafft. Krass. Schön auf jeden Fall, dass ich das hier auch im Video zeigen konnte. Und dann machen wir noch einmal den Tornado-Schatz. Triple Strike. Achtung, Eiswasser. Den fand ich tatsächlich relativ schwer. Vor allem, weil man gleich noch so gebogen fliegen muss. Hier geht's direkt los. Aber das schaffe ich auch ziemlich gut. Okay. Hier ist es nämlich. Hier geht's direkt los. Ach Mann, ey. Das wäre so geil gewesen, hätte ich einfach beides First Try geschafft. Aber die Steuerung da ist so schwer mit dem Tornado. Das ist einfach krass. Und jetzt möchte ich dann doch nochmal die Zeit schaffen. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Okay, nice. Hier kann man sich auch so etwas schräg platzieren und das ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Alles klar. Sehr schön. Und da ebenfalls eine neue Bestzeit. Ja, sah jetzt nicht schwer aus, aber die Steuerung, also so Kurven zu fliegen mit dem Tornado, ist echt Mutz. Und gut, dann gehen wir mal ins Frostböenmeer.
Ich denke, da werden wir auch jetzt durchspeeden. Leider. Ich habe tatsächlich es First Try geschafft, alles zu finden. Also, sehr schade, dass ich den Part da nicht zeigen werde, weil, ja, ich habe mich schon sehr stark gefreut, dass ich halt direkt alles gefunden habe. Weil, haben wir ja länger nicht mehr, direkt im First Try, die ganzen Challenges abgeschlossen. Aber gut. Was nicht soll, das soll halt nicht. Ich finde das so geil, wenn er gegen die Wand klatscht und dann platt wird. Das ist mega witzig. Und hier oben gibt es den Igel. Da habe ich mich schon gefragt, okay, den muss man wahrscheinlich einsammeln. Bin dann nicht direkt hier weitergegangen, weil ich hier aus dem Augenwinkel gesehen habe, beziehungsweise ich habe mich die ganze Zeit hier umgeschaut. Und dann gesehen, okay, hier gibt's noch so einen Steg. Und hier kommt man ohne den Igel nicht durch. Also, man braucht den Igel tatsächlich direkt hier, also vor dieser Passage hier, anstatt danach. Weil so von meinem, vom Denken her, denkt man ja eher so, oh, ich krieg jetzt einen Igel, den brauche ich später. Aber nö, den braucht man da an der Stelle. Also davor sogar schon. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr so ein Level durchspielt, immer genau schauen. Habe ich dieses Mal auch gemacht, als ich den Part aufgenommen habe. Und so findet man auch direkt alles. Weil dann wäre die direkt mal weg. Einfach nur, weil ich gerade Bock drauf habe. Und die Gegner spawnen tatsächlich. Ich habe mich nämlich, als ich das hier eben gespielt habe und die runtergefallen gekommen sind, wurde ich von denen getroffen. Einfach, weil ich gerade nicht drauf geachtet habe. Und da habe ich mich dann gefragt, hä, woher kommen die? Ich habe doch da alles weggemacht, was da oben war. Aber die spawnen neu. Ja. Und die Früchte hier... Ja, cool. Und die Früchte hier zu essen, das ist auch ziemlich leicht. Weil die sind mehr oder weniger auf dem Weg. Hier ist zum Beispiel noch eine... Beziehungsweise es ist keine Frucht. Sind einfach nur Mahlzeiten. Stimmt. Ich glaube, es ist in keinem der Fälle eine Frucht. Ich glaube, es sind tatsächlich... Gerichte. Die übrigens immer sehr lecker aussehen in Kirby Games. Also ich glaube, da wird es sich sogar lohnen, mal nachzuschauen, was für Gerichte das eigentlich sind. Und dass man die mal nachmacht. Also nachkocht. Oh, hier wäre dann das dritte Gericht. Hier der zweite Waddle Dee. Und ja, bis hier noch kein Akt. Aber die windgeschützte Höhle kann man natürlich trotzdem übersehen. Klar. Gerade wenn man nicht so gut drauf achtet. Och man, nervt doch nicht. Gerade wenn man nicht so gut drauf achtet, auf die ganzen Sachen hier, dann kann man das schon mal, dann kann man da schon mal dran vorbeilaufen. So. Hier müssen wir unsere Spezialpower jetzt ablegen und hier die Feuerpower einsammeln. Und dann kommen wir hier auch an den zweiten, nee, dritten, glaube ich, an dritten Waddle Dee ran. Was? Nein! Was tust du, Kirby? Ja, okay, ich glaube, die Feuerpower war jetzt nicht wichtig, aber wir kriegen sie zumindest nochmal hier. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Dann kann ich das nämlich hier auch zeigen. Hier muss man das anzünden, dann kriegt man den Tipp, hey, geh mal hier rüber. Und ja, auch wenn man hier nur dran vorbeilaufen würde, denke ich, dass man das sieht. Man könnte sogar nochmal zurücklaufen. Wenn man schneller zurück will, kann man hier auch den Feuerball benutzen, aber braucht man nicht zwingend.
Ach, hier braucht man es aber zwingend. Ach, Quatsch. Komm, gib her. Denn, um an diese Truhe da oben zu kommen, braucht man hier diesen komischen, ja, diese Hebetribüne oder was das ist. Und dann kommt man hier an Blueprint an. Und dieser Blueprint trägt den Namen Drachenfeuer Atem, glaube ich. Oder nur Drachenfeuer, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit Drachenfeuer. Und da bin ich schon mal gespannt, was das ist. Das hört sich auf jeden Fall sehr krass an. Und vielleicht wird Kirby dann zu so einem Drachen oder so. Oder kriegt irgendwie so ein... das hat zwar nichts mit Japan zu tun, sondern mit China, glaube ich. Aber zum Neujahr oder zu deren Neujahr. Ich glaube, die haben einen anderen Kalender. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich denke, jeder weiß, was ich meine. Zu Neujahr gibt es ja manchmal so Leute, die dann in so ein Drachenkostüm reinschlüpfen. Kann natürlich auch sein, dass es das in Japan gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber bei China weiß ich es auf jeden Fall. Das ist so... Aber ich denke, das werden die meisten kennen. Das ist so typisch chinesisch, denke ich mal. Okay. Hier einfach nur die Gegner wegmachen. Dann kommt man hier an dieses Gefährt. Drückt dann nach oben gegen. Und kann sich dann hier rüberschießen lassen. Achtung! Direkt fliegen. Habe ich auch geschafft. Aber wenn man es nicht macht, dann stürzt man da runter. Ja, und man könnte ja meinen, okay, der Wind trägt einen dann hier rüber. Nö, man muss fliegen. Man muss springen gedrückt halten, damit man da rüber fliegt, sonst stürzt man da runter. Ist mir jetzt nicht passiert in der ersten Aufnahme, aber das wollte ich nur gesagt haben. Und das war's auch schon für ein Level. Wirkt natürlich jetzt nicht wie ein besonders umfangreicher Level, aber man muss natürlich auch bedenken, ich kannte ja alle schon und bin hier quasi nur durchgerannt und habe die ganzen Sachen gezeigt. Die Originalaufnahme ist ungefähr so, keine Ahnung, 25 Minuten gegangen. Und da sieht man auch schon, dass dieser Unterschied, wenn man etwas blind spielt, da ist. Also wie krass dieser Unterschied ist, wenn man etwas blind spielt. Man will sich natürlich umschauen und so weiter. Was jetzt hier in dem Fall nicht benötigt war. Wir haben 416 Münzen eingesammelt. Krass. Ace Kirby. Zufallsgefangener. Was? Das sieht aus wie aus einem früheren Game. Gab's da schon mal dieses Prinzip, dass man Waddle Dees befreien muss? Ja, keine Ahnung. Und Nadeline. Alles klar. Nette Figuren, die wir da noch bekommen haben. Und im nächsten Part werden wir dann auch mal ein paar, paar Spezialpower freischalten. Also upgraden. Denn hier der Bleistiftbohrerschatz, den könnten wir eigentlich machen. Ich habe es aber noch nicht geupgradet. Und wir haben ja jetzt auch Drachenfeuer, Kirby. Das können wir auch noch upgraden. Brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber werden wir auf jeden Fall machen. Bremskugelblitzschatz. Die haben wir noch nicht gefunden, die Blaupause. Und Meta-Knight-Schwertschatz. Das haben wir auch noch nicht gefunden.
Da bin ich auch auf jeden Fall ziemlich gespannt, wie Kirby dann aussieht. Vielleicht wie ein pinker Meta Knight. Ich weiß es noch nicht. Aber das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das wäre witzig. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gern ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Vielleicht auch zur Unterstützung gegen den Frust. Wäre auf jeden Fall cool. Und dann hoffe ich, dass sowas nicht mehr passiert. Aber ich werde in Zukunft auch deutlicher drauf achten, gerade weil es mir ja jetzt letztens erst bei Switch Sports nochmal passiert ist, wo die, wo der Spielsound nicht aufgenommen wurde. Gut. Aber jetzt wirklich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.